Der Alex hat mich auf Instagram gefragt, Reine, du, es gibt so Paracord, da ist auch ein Zunder mit eingebaut und eine Angelschnur. Was hältst du eigentlich von diesen Teilen hier? Und ich habe mir gedacht, ich mache ein kurzes Video dazu. Und wenn dich das auch interessiert und wenn du wissen willst, ob das was kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reine Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich habe dieses Teil hier auf Amazon gekauft und das ist ein klassisches Paracord, also die Farbe habe halt ich jetzt ausgesucht, damit man es dann auch gleich verwenden kann, hat eine gewisse Signalwirkung. Du hast dann innen drinnen die wunderschönen Seelen und da gibt es dann auch ein paar weitere Seelen. Und zwar einerseits einen Baumwollfaden, der ist so gelb, der ist dazu da, wenn ich mal was aufgerissen habe zum Nähen. Warum nicht? Dann ein Angelschnur-Dingsi, das ist das hier. Ja. Warum nicht? Und dann ein Zunder-Dingsi. Warum nicht? Also ich stelle mir das jetzt gerade so vor. Ich bin in einer Überlebenssituation, wobei, wie gesagt, was ist eine Überlebenssituation in Österreich oder in Deutschland in der Natur, aber soll so sein. Und ich habe so etwas mit, zum Beispiel in meinen Schuhbändern. Das ist ganz, ganz cool, habe ich alles schon gesehen. Und ich sage jetzt, okay, ich brauche jetzt dringend Zunder. Ich meine, es wird da hinten in dem Wald Fichten geben und da könnt ihr Harz verwenden. Und weiter unten, da sind so komische Birken und ein Kindsparn und die Wiese da hinten, da ist so ein bisschen eine Wiese am Rand, von, also zwischen, da ist ein Unterholz und dazwischen, da ist so ein kleiner Saum, da ist immer wieder ein bisschen Gras drinnen. Das hat, wenn das auf der Südseite ist, ist das ein guter Zunder, aber das ist mir alles zu blöd. Weil ich habe eine Survival-Situation und brauche den Zunder jetzt. Und deswegen nehme ich mein Paracord und schneide es einfach durch, beziehungsweise fädel mein Schuhband aus. Gut, jetzt habe ich mein Schuhband ausgefädelt, schneide mir das auf und ziehe mir jetzt, Messer weggeben, Achtung, billige Eigenwerbung, das ist natürlich der Felnifen-Fan, sonst gibt es alles bei mir im Shop. Das Teil hier gibt es aber nicht im Shop, das möchte ich dazu sagen und das hat seinen Grund. So, jetzt ziehe ich das da, ui, jetzt ist das gerissen, na macht ja nichts, macht ja nichts. Wie viel werde ich eigentlich brauchen, um ein vernünftiges Feuer anzuzünden? Was sind eigentlich die Bedingungen jetzt hier? Gut, wir haben hier den ganzen Tag jetzt Sonnenschein gehabt, die Sonne ist untergegangen, es wird deutlich kühler, das merke ich massiv. Es ist jetzt alles leicht klamm und ich könnte, wenn ich ein bisschen Erfahrung habe, den Zunder mir selbst checken oder ich hätte ein Tampon mit oder ein Taschentuch, aber das ist alles blöd, ein Taschentuch und ein Tampon, das kostet nichts, das ist nichts wert, daher ich will so ein Spezialding. Das andere Zeug, das werfe ich jetzt weg, weil brauche ich ja nicht, oder ich hebe es mal auf, stecke es mal ein, weil vielleicht braucht man es ja später auch noch. So, dann nehme ich jetzt einmal diesen Zunder hier, so. Dann muss ich den Zunder aufmachen, ich bin mir sicher, dass das so ist, dass man das auseinandernehmen kann. Jo, eigentlich schon, eigentlich. Also als Ganzes nicht. Wenn ich jetzt ein Feuerzeug hätte, könnte ich einmal probieren, das komplett anzuzünden. Feuerzeug habe ich mit, aber ich mache es dann mit nicht, sondern ich will es mit Feuerstahl machen. Also das muss ich jetzt ein bisschen aufbereiten. Schau her, das sind mehrere Fäden. Also mir gefällt das jetzt schon nicht. Ja? Ich habe noch gar nichts gemacht damit und das gefällt mir jetzt schon nicht. Das ist so, schau mal her, das ist wichtig, dass du es auffaserst. Das ist ganz entscheidend. Einerseits, damit sich mal der Funken fängt, dann beim Feuerstahl. Wir werden es mit Feuerstahl anzünden. Aber auch wenn du ein Feuerzeug hast, ja, weil viele denken, ich habe ein Feuerzeug und kein Feuerstahl, was total okay ist. Ja, aber dann wirst du es auch so aufmachen müssen, weil du relativ rasch die Hitze abgeben willst von dem. Die ist gespeichert irgendwie eine Energie. Und ich zünde an und für das Zundermaterial soll es einmal eine gute Zeit, nicht 2 Stunden, aber zumindest 2 Minuten wäre cool, wenn das so richtig volle Kanone brennt, so richtig voll arg. Ja? So, und daher mache ich das, damit ich die Energie, die da drin gespeichert ist, schneller, weil sich die Oberfläche vergrößert hat, abgebe. So, das ist jetzt einmal das hier. So, so schau. Ja, und das zünden wir jetzt an. Ja, und natürlich habe ich meinen XXL-Feuerstahl, ist nicht meiner, sondern der Nachbau, billige Eigenwerbung, also Eigenwerbung nicht, Survival-Stuff steht da drauf. Gebe da unten den Link auf Amazon, der geht auch gut, aber der ist so schwer, dass ich den nicht mithaben würde. Also ich hätte vielleicht einen kleineren mit, oder wie gesagt, eben ein Feuerzeug, so. Zünden wir an, so, dann brennt das gleich einmal, also das geht wirklich gut, da gibt es gar nichts. Wenn ich jetzt den Faden als Ganzes da herlege, dann brennt das zwar auch an, aber nicht so cool. So, wie lange brennt das? Ja, ist gar nicht einmal so schlecht, ist gar nicht einmal so übel. Jetzt könnte ich hergehen und weil das Paracord sowieso schon AA ist, hergehen und das hier mit dazugeben. Das wird jetzt stinken und auch umwelttechnisch ist das sicherlich nicht cool. Aber wenn das ein gutes Paracord ist, wenn es, ich weiß nicht, was da für Inhaltsstoffe notwendig sind,
dann fängt das nämlich auch mit ins Brennen an. Nein, tut's nicht. Gut, hätte ich auch auseinander zerlegen müssen, aber für das ist nicht da. Gut, also das war's jetzt. Ja, das war's. Ich habe so ein Stück Paracord genommen, um so lang Flamme zu haben. Ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt urböse. Ich rede jetzt gegen mein eigenes Geschäft, wobei, weil ich könnte mir solche Teile ja auch besorgen. Aber wenn ich Taschentücher habe, die gehen auch so gut. Nehmen wir mal ein Taschentuch her. Das ist jetzt ein ungebrauchtes, ganz normales Taschentuch. Das ist nichts Besonderes. Das ist kein Geheimding. Ja? Ja, so, das nehme ich jetzt einmal her. Es ist ein bisschen windig, das muss ich auch dazu sagen. Ja? Das gebe ich zu. So. Das hat nichts gekostet. Das hat, ich meine, auch, aber nicht so viel. Schau dir an, die Flamme. Bist du fertig? Bist du gelähmt, Schweine? Jetzt kann ich noch meine angekratzten Taschentücher auch dazugeben, die ich sowieso eingesteckt habe, wenn ich sie nicht als Klopapier verwenden will. Und schau mal her, die Flamme ist cool. Jetzt kann man sagen, ja, Rainer, das ist voll unfair, weil du hast dir vom Paracord nicht so viel genommen. Du hättest ja mehr nehmen können. Ja, hätte ich können. Aber warum nehme ich nicht einen anderen Zunder mit? Nein, also ich muss wirklich sagen, ich mag das Zeug nicht, ich finde das unnötig. Ich meine, wie gesagt, die Idee ist ja grundsätzlich nicht schlecht, dass man sagt, ja, ich habe Multi-Use und ich propagiere Multi-Use immer, ich mag Multi-Use. Aber ich bin mir da in dem Fall jetzt wirklich nicht sicher, ob das echt sinnvoll ist. Ja. So, nein, nicht ausgehen. Wir wollten noch das Paracord mit anbrutzeln, weil, so möchte ich wissen, ob das bei diesem Produkt so ist, dass das Paracord ist wie Harz teilweise. Ja. Also das ist auch Kunststoff, da ist irgendein Erdölprodukt, schätze ich jetzt mal, ja, und das brennt auch schön nach, aber das will nicht so recht brennen, das will nur stinken, stinkt ja, aber es schmilzt schon langsam, ja, da. So, und brennst du auch? Brennst du auch oder schmilzt du schon? Na, du schmilzt nur, schau, nur kurz, und, das stinkt, na, jetzt brennt es, also jetzt sieht man schön, dass das Paracord mitbrennt, hier an der Stelle sieht man das jetzt schön. Das ist jetzt super. So, jetzt habe ich gewonnen. Jetzt kann ich sagen, okay, jetzt brennt die Hülle auch mit. Und jetzt habe ich einen schönen Brandverstärker. Stinkt extrem, ist unangenehm, ist ein Schaß mit Quasteln, wie man so schön sagt. Oder ich so sage. Viele fragen immer, was ist denn das? Das ist einfach mein Ausdruck dafür, dass es nicht gut ist. Ja? Nicht gut ist, ja. So, ja, also die Hülle brennt jetzt auch mit. Also jetzt habe ich genug Zeit, um alles in den Griff zu kriegen. Auch bei feuchten Bedingungen ist es okay. So, was ich damit meine ist, das Ding funktioniert, aber so richtig begeistert bin ich nicht. Ja, also ich habe jetzt kurz umgebaut, das brennt noch immer. Also grundsätzlich ist das ja alles eine gute und liebe Idee. Also wie gesagt, ich will ja nichts Böses dagegen sagen. Und nochmal, ich könnte das ja auch selber in den Shop nehmen. Es wäre ja ein leichtes, mir das zu bestellen und dann das weiter zu verkaufen. Aber das mache ich nicht, weil ich der Meinung bin, dass das ein Schaß ist. Es ist nicht gut. Noch einmal. Ich habe jetzt ein Taschentuch genommen. Ganz normales Taschentuch. Oder nimm ein Tampon oder was auch immer. Und du bist dabei. Ja? Gut, jetzt kann man sagen, ja, ist in Ordnung, aber die Hülle ist so cool, dann nehme ich ein normales Paracord. Und ich bin auch bei Paracord, wo ich jetzt sage, manche meinen, das ist das Nonplusultra als Überlebensschnur. Nein, ist es nicht, es gibt viele andere coole Dinge. Das ist zum Fallschirmspringen und super und ja, und wenn ich mich aufhängen will irgendwo, dann ist das vielleicht gut, ja. Wobei, fürchterlich, aber na. Gut, jetzt ist es ausgegangen, wenn ich mich noch bemüht hätte, wäre es noch, hätte es noch weiter gebrannt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das Produkt, wenn du das haben willst, also manche wollen das ja und wollen das integrieren, dann mach das. Ich habe nichts dagegen, soll jeder tun, was er will. Ich sehe keinen Sinn drin. Die Angelschnur, die da drin ist, ist ein Witz. Ja? Finde ich jetzt nicht. Ja, auf die Schnelle muss ich dann schauen. Die ist ein Witz. Ich bin kein großer Angelkönig, wirklich nicht. Aber die ist ein Schaß auch, wie man so schön sagt. Die ist gewellt, die ist grausig, das ist nix, wirklich nix. Und das Baumwollschnürchen, was dabei ist, was soll das? Jetzt wirklich, was soll das? Ich möchte keinen Nähwettbewerb gewinnen. Wenn es man wirklich die Jacke so aufgerissen hat und ich sage, ich muss das jetzt nähen, damit es nicht weiter aufreißt, dann kann ich die normale weiße Seele auch nehmen. Das ist der Schaß, wirklich, das ist nur ein Verkaufsschmäh. Ich muss es wissen, ja. Ich muss es wissen, ich bin Verkäufer sozusagen, ist klar. Daher, das ist ein Blödsinn. So, lange Rede, kurzer Sinn. Alex, auf deine Frage. Nein, ich halte wenig davon, sehr, sehr wenig. Lern Feuer machen, in unangenehmen Bedingungen,
geh raus in den Wald und hol dir das Zeug, hab ein Taschentuch oder Tampon dabei und schau, dass du mit dem Feuer hinkriegst. Das hier, das ist keine Lösung. Das ist nur ein Verkaufsversprechen, das aber nicht gehalten wird. Es ist ein Schmarrn. Okay? Das war's. Es war ein gemeines Video, es war wieder mal ein böses Video und ich kriege dafür Kritik, was mir auch vollkommen wurscht ist, dass viele sagen, Reini, du jammerst immer nur und sagst, dass was schlecht ist. Ja, ja, ich könnte mich auch hinstellen und sagen, es ist die geilste Schnur auf der Welt, die brauchst du unbedingt, ja, aber es ist nicht so. Es ist einfach nicht so. Und es hat nichts mit dem Hersteller zu tun, um das geht es mir überhaupt nicht. Weil wie gesagt, wenn ich einen dementsprechenden Zunder haben will, dann muss ich da irgendwo durchschneiden, den kriege ich aber nicht raus, weil er hängt, also ich muss kleine Strukturen machen und dann habe ich kleine Stücke an Paracord. Was mache ich denn mit dem? Was zum Henker mache ich mit dem? Nein, Multi-Use ist cool, aber das ist eine Chance. Wie oft habe ich in dem Video Chance gesagt? Wahrscheinlich häufig. Schreib mal einen Kommentar, wie oft ich das gesagt habe. Daumen nach oben oder nach unten und schreib mir unbedingt einen Kommentar, wie du das siehst. Link ja, zum Felinismen F1. Auch zu dem klumpert, wenn du das anschauen willst, aber kauf's nicht. Ja? Feuerstahl und zu meinem Buch 600 Survival Tipps. Abo da lassen, da geht's in meinen Shop. Ein anderes Video. Es hat mich gefreut und besuch mich auf Instagram und stell mir auch Fragen. Bis dann und ciao.